Und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 7 Biohazard. So, in der letzten Folge haben wir hier den blöden Flammenwerfer bekommen und wir haben den Geheimgang aufgemacht, also sind vor der Margaret geflohen. Und jetzt schauen wir mal. Ich hoffe mal nicht, dass das jetzt hier in dem scheiß Raum hier drin ist, sondern dass wir schön gemütlich da reingehen können. Wer die kriegt da hier hinten rum? Boah, überall komische Viecher. Ja genau, soll ich auch mal sagen. Verdammt, scheiße! So, hier waren wir doch schon mal. Sehen wir mal, normale Pistole dabei, hier ist ein Kraut. Genau, hier waren wir auch in Mias Video. Hier hat uns ja die blöde Kuh dann da hinten, wo war doch so ein kleines Loch, glaube ich. Ah, da brauchen wir eine Kurbel. Wie auch draußen auf dem Steg. Genau, hier war das blöde Loch und da unten hat die uns in Mias Versteckspiel, heißt die Folge übrigens. Ich glaube, Mias Versteckspiel. Da hat die uns weggezogen. Die Bitch. Okay, ich würde sagen, runter da. So, hier ist eine Kiste. Die machen wir gleich mal auf. Psychotikum. Da ist ein Wackeldackel. Zack. Weggerotzt. Ah, Kurbel. Okay. Okidoki. Sehr gut. Oh, schon wieder. Ey. Vier Viecher. Aber das Ding ist im Arsch jetzt hier. Ich hoffe mal nicht, diese blöde Tussi rennt hier rum. Margaret. Okay. Ich will aber die Kurbel wieder haben. Ja. Das ist eine Art Shortcut, denke ich mir. Okay, Shortcut hier. Haben wir hier schon mal eine Abkürzung geschaffen? Okay, da geht's noch die Treppen hoch. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Da will ich jetzt aber noch nicht hin. Ich will jetzt erstmal die scheiß Kurbel da hinten einsetzen. Vielleicht gibt es da irgendwas Geiles. Ich hoffe mal nicht, dass die blöde Kuh hier noch irgendwo rumrennt. Auch Margaret genannt. Ey, 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 ey. Oh. Oh! Ich hab dir gesagt, du sollst hier raus. Hier gehört sie. Alter, ich muss da rein. Okay, ich muss es anders machen. Man muss. Verfluchter Arschloch! Fick dich doch, blödes Vieh. Das ist echt beschissen da mit dem komischen Fliegendreck da. Ich muss in den blöden Raum da rein. Okay, da ist er. Cool.
Okay, ich komme da noch nicht weiter. Scheiße, ich verballer hier meine ganze Munition wegen der blöden. Okay, gehen wir hier hoch. Scheißegal. Oh, eine Rabentür. Hier kommen wir wieder nicht durch. Flüssige Chemikalie. Okay, hier geht's nicht weiter. Ich muss da durch. Aber wie? Okay, die sitzt in den Nebenraum. Ich könnte mir vorstellen, dass es den Schlüssel da drin gibt für die Tür. Ich muss es anders machen. Das ist zu kurz, der. Na? Das Zeitfenster ist zu kurz. Ich komme da nicht durch. Ich muss von der Seite ran. Schlüssel, alles klar. Oh, Brennstoff. Very, very nice, würde ich sagen. Knallen wir es mit denen da weg. So, okay. Laden wir die Huddel erstmal nach. So, okay, alles klar. Ich hoffe, dass wir die blöde Kuh hier durchs Fenster sehen. Wann die weg ist und wann nicht. Oh, Schießpulver. Okay, da ist sie. Wir müssen einfach nur geradeaus durch eigentlich. Ich
Junge, du hast hier auch nichts zu suchen. Oh, verpiss dich. Oh, ein Speicherpunkt wäre mal nice. Oh, fuck! Fuck, 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 fuck. Okay, muss ich hoch. What the fuck? Nachladen, Egger. So, mal richtig schön viel verballert wegen dem Scheiß. Oh, aber jetzt macht den Scheiß Schlüssel rein. Hey, warte mal, hier ist noch eine Notiz. Die lesen wir erstmal. So, erstmal durchatmen. Zoe, du hast schon wieder versucht, dich zum ersten Stock zu schleichen, nicht? Hast du gedacht, ich würde das nicht merken? Selbst nach dem, was mit Evelyn passiert ist, hörst du nicht auf, von irgendeiner seltsamen Medizin zu sprechen. Und was planst du, mit meinem Altar anzustellen? Du lässt besser deine dreckigen Finger davon. Niemand berührt meinen heiligen Altar. Denkst du, dein Vater und ich sind Dummköpfe, du armseliges, verwöhntes Kind? Ich wünsche, du wärst nie geboren worden. Unausstehlich, armselig, aber immer so herabschauend auf uns und versuchst, dein Zuhause zu verlassen. Nach allem, was wir für dich getan haben. Armselig. 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 Wenn du meinen Altar auch nur anfasst, schneide ich dir die Brust ab und serviere sie als Steak. Ja, ist eine nette Mutter, würde ich sagen. Okay, Energie sieht gut aus. Rein mit dem Schlüssel da. Bam. Geil gemacht, das Design von den Schlüssel. Okay. Okay. Ist nichts. Na, alles Fahrrad. Dann können wir das Fahrrad schnappen und abhauen. Was zum? What the fuck? Betreffend des Serie Serums, den folgenden Objekten in der Lage, Serum synthetisieren. D-Serie Gehirnnerv, zweitens D-Serie peripherer Nerv. Ich glaube, das ist es. Okay, ich glaube, ich muss irgendwas kombinieren miteinander. So. Oh, ich hab's genau gewusst, dass das Ding jetzt klingelt. Mich mit deiner Mom und ihren verdammten Käfern rumschlagen. Eine Warnung wäre nicht schlecht gewesen. Das tut mir leid. Was ist mit dem Serum? Hab keins gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf? Ich glaube, den habe ich hier irgendwo rumliegen. Hast du? Ich weiß aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay. Schau dort nach. Oh Gott.
Okay. Schauen wir mal weiter. Ein Ding wäre jetzt nicht schlecht oder so. Irgendwie was zum Speichern oder was, keine Ahnung. 11. Oktober. Habe den ganzen Tag Ohrensausen und kann nicht mehr schlafen, seit das Kind aufgetaucht ist. Zoe hat schon recht. Irgendwas stimmt mit dem Kind nicht und mit der Frau, die es mitgebracht hat. 15. Oktober. Ich sehe und höre Dinge. Mir ist ständig schlecht. Bin zum Arzt in der Stadt gegangen und er hat mich gerönt. Was passiert mit mir? 23. Oktober. Das Kind hat mir ein Geschenk gegeben. Oktober. Habe das Geschenk und den Geheimraum hinten im ersten Stock gelegt. Ich habe das Geschenk in den Geheimraum hinten in den ersten Stock gelegt. Dort wird es niemand finden. Jener Arm ist Zeichen des Kindes Vertrauen. Jener Arm wird uns zur Glückseligkeit führen. Und jener, der diese Glückseligkeit untergräbt, dem werde ich kein Weiterleben gestatten. Okay, dann ist der Arm anscheinend da hinten in irgendeinem Raum versteckt anscheinend. Oh, ich kann nichts mehr nehmen, oder was? Okay, lass kombinieren. So, okay. Und nehme die Pistolmunition und laden gleich mal nach. So, wie sieht's aus? Was haben wir noch? Einen Platz frei, ein Slot noch. So, was ist das hier? Drehen. Kann man irgendwas machen? In so eine Voodoo-Puppe oder sowas? Gibt es doch die Voodoo-Puppen, da wo man so komische Nadeln reinsticht und dann kriegt der Verfluchte praktisch die Schmerzen ab. Okay, hier ist nichts mehr. Ich glaube, wenn ich hier rausgehe, passiert gleich irgendwas. Shotgun. Sind so komische Viecher irgendwie schon wieder. Da sind so Motten da an dem. Ah. Ist irgendwie so eine Art Gewicht für die Tür. Kann es sein? Ach du Scheiße. Okay, das ist ein Wackeldackel. So, wenn ich das jetzt ziehe. Nein, nicht stimmen, oder? Okay, egal, probieren wir es einfach mal, ist sowieso wurscht. Ah, da muss ich was ranhängen. Muss ich da ranhängen? Antike Münze, nächste. Warte mal, kann ich das kaputt machen? Ich kann da nicht dranhängen. Kann nicht verwendet werden. Scheiße, hier kommen wir nicht weiter. Hier geht's ja bloß wieder raus. Krähenschlüssel. Okay, ich würde sagen, wir müssen mal ein bisschen überlegen, wo es jetzt hier weitergeht. Ich glaube, wir müssen irgendwas im Haus finden oder sowas. Dass wir da weiterkommen. Und ich würde sagen, das schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat,
lasst mir auf jeden Fall ein Abo da oder auch ein Like. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Viel Spaß.